Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Sommer dürfen türkische Arbeitnehmer für maximal 3 Monate nach Deutschland einreisen, um an den deutschen Flughäfen in der Abfertigung zu arbeiten. Es gab ja eine gewisse Überlastung. Es geht um die Berufe Check-in-Agenten, Service-Agenten für Passagiere, Abfertigung, also außer Flugpersonal und Bordpersonal sieht so aus, dass die bis zu Ramp-Agenten alles Mögliche brauchen. Die Maßnahme ist auf 3 Monate befristet. Das Beschäftigungsverhältnis muss spätestens am 6. November 2022 enden. Rechtsgrundlage für diese befristete Anwerbung ist Paragraph 19c Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes. Diese sieht vor, dass im begründeten Einzelfall Ausländerinnen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann, wenn an der Beschäftigung ein öffentliches Interesse bestehe. Um die Anwerbung zu beschleunigen, prüft die Bundesagentur für Arbeit nicht jeden Einzelfall, sondern hat am 6. Juli eine generelle Zustimmung für türkische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erteilt, die Abfertigungsaufgaben an den deutschen Flughafen wahrnehmen. Zukünftige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen folgende Voraussetzungen erfüllen. Es dürfen sich nur türkische Staatsangehörige mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Türkei bewerben. Beschäftigte aus der Türkei müssen alle erforderlichen Unterlagen zur Beantragung eines Ausweises, Flughafenausweises vorlegen, unter anderem auch polizeiliches Führungszeugnis, Adli Sicil Kaydı heißt es in der Türkei, und einen Nachweis, dass sie in der Vergangenheit länger ohne Unterbrechung gearbeitet haben. Die Bezahlung ist tarifgebunden und muss mindestens 14,25 € pro Stunde tragen, also keine Lohndumping. Der Arbeitgeber muss eine angemessene Unterkunft zur Verfügung stellen. Was heißt denn angemessene Unterkunft? Im ausländerrechtlichen Sinne ist es dann tatsächlich 12,5 Quadratmeter mindestens. Also diese Tätigkeit ist nicht versicherungspflichtig und abgabenpflichtig, weil ein Saisonarbeit ist und muss spätestens am 6. November beendet werden und höchstens 3 Monate kann es dauern. Also eine Notlösung, absolute Notlösung. Was müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer potenziell machen? Sich bei den Anbietern, also deutsche Flughafen, Agenturen sich als potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anmelden. Schönen Tag noch.